Herzlich willkommen auf der FEM, auf der Consumenta, zur montäglichen Kochshow, die heute ausnahmsweise zusätzlich auch noch eine Kocheinrichtung ist. Denn Kocheinrichtung ist unsere gemeinsame Sendung, von der es schon 6 gibt. Wir sind jetzt bei der 7. Jetzt im Moment fangen wir an und ich begrüße Diana Bürkel. Servus. Hi. Schön, dass Sie alle einen Platz gefunden haben. hier bin ich jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal, ne? Auf der FEM letztes Jahr. War richtig, auf der FEM warst du auch genau. Da, ja, genau. Kocheinrichtung ist ein kleiner Küchenblock. Der Herwig stellt wunderbar gebaute Küchen mit ganz tollen technischen Raffinessen mir zur Verfügung, dass wir quasi in ganz kurzer Zeit zeigen können, wie entspannt und schön kochen sein kann, wenn man einigermaßen gut ausgestattet ist. Also die eigentliche Motivation ist klar zu machen, dass es Spaß macht zu kochen. Klar, von deiner Seite, von meiner Seite kommt noch ein bisschen dazu, dass es Spaß macht, in der richtigen Küche zu kochen. Du machst das Spielzeug quasi und ich zeige, wie man damit spielt. So ja, das ist auch süß. So kann man das quasi umschreiben. Süße Formulierung, genau. Dann würde ich sagen, koch mal was. Ja, genau, koch mal was. Heute wird es ein bisschen wild. Wir sind im Herbst. Wir machen einen kurz gebratenen Hirschrücken mit einer lustigen Gewürzmischung. Dazu Rettich in 2 Versionen und einen Knusper mit Zwiebeln, Haselnüssen und ein bisschen Semmelbrösel. Als Soße gibt es hauseingeweckte Holunderbeeren, ganz entspannt. Also es muss nicht immer mit Knochen und Wein und sonst was gekocht werden. Der Herwig weiß, was er tut. Also wir haben schon drüber gesprochen, was zu machen ist. Also ich bin die Diana, ich bin 36, ich bin die Küchenchefin aus dem Wirtshaus. Es ist ein wunderbar charmantes Restaurant, wie ich finde, im Stadtteil. Ja, ich glaube, wir sind schon Johannes, die Nordstädter sagen, wir sind noch Nordstadt. Also wir sind Schnittpunkt Friedrich-Ebert-Platz. Ich habe nächstes Jahr 10-Jähriges, am 3. Oktober, quasi 10 Jahre Wirtshaus, 10 Jahre die Schuhe von der Küchenchefin an. Sehr spannend bis dahin. Ich würde sagen, vor 10 Jahren waren die Schuhe noch ein bisschen groß. Das ist ein Prozess, in dem man hineinwächst, Personalführung, Kalkulation, Gäste begrüßen. Das sind ja alles so Sachen, die man nicht wirklich lernt während seiner Kochausbildung. In den Jahren kann ich heute mit nicht wenig Stolz sagen, haben wir unseren eigenen Küchenstil entwickelt. Also wer ins Wirtshaus essen geht, zur Abendkarte, Restaurantkarte, weiß danach, dass er im Wirtshaus war. Es ist nicht so, dass Sie rausgehen und behaupten können, Sie haben das schon mal so gegessen. Soll ich das Gemüse schon mal anwerfen? Oder ja, können wir machen. Sonst zu viel? Wer bei uns zu Gast ist, hoffe ich, hat immer viel Spaß beim Essen. Also wir versuchen relativ viel Freude zu vermitteln beim Essen. Deswegen auch immer so ein bisschen Knusperzeug dabei und so, damit es halt, ja, so eine Chipstüte, sowas nur halt auf dem Teller hübsch. Zur Zubereitung, also wir haben jetzt gerade, der Herwig hat den Rettich, das ist ein ganz normaler Bierrettich hier, in so dicke Scheiben geschnitten, hat ihn jetzt in seinem Druckdampfgarer geparkt. Genau. Für 2 Minuten? 2 Minuten, ich habe es ein bisschen dicker, die sind übrigens größer, ich bin jetzt auf 3 Minuten. Okay, also für 2 bis 3 Minuten. Die Diana mag es immer wegen fester. Ich mag es wegen knackig. Für 1 Minute diskutieren wir aber rum. Solange wir noch beißen können, sollten wir es auch machen. jetzt geht der Bock auch. Ich fange mit meinem Knusper an, weil das Fleisch relativ entspannt ist. Also wir haben das bei 50 Grad in einem kleinen Gewürzöl einfach im Ofen. Das heißt, wir sind total sicher, es kann nichts passieren. Das Kraut fein schneiden. Ganz, ne? Fein, genau. Ganz fein. Und wir müssen es dann später nur mehr anrösten, also dann ein bisschen frische Röstaromen dazu bringen. Beim Rettich, Sie sehen jetzt gerade, also der Herwig schneidet auch das Grün vom Rettich. Also nicht nur, weil wir es bezahlen, sondern auch, weil es vom Essen her wahnsinnig schön ist. Auch also die ganzen Blätter und grüne Stängel, die man eigentlich nicht verzehrt, also weil wir das irgendwann mal so gelernt haben, sind durchaus bei ganz vielen Gemüsen einfach essbar. Also ob man jetzt Karottengrün nimmt, ob man die Blätter von dem Blumenkohl nimmt, die einfach mal dämpft. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern das macht halt auch noch mehr Spaß, weil man die quasi die Mannigfaltigkeit von dem einzelnen Gemüse dadurch noch viel mehr präsentieren kann. Also sonst wäre es halt nur ein Stück Rettich. Jetzt essen wir halt auch noch das Grün von dem Rettich. Wir dämpfen den Rettich, wir braten ihn, wir essen ihn roh. Also so ein bisschen, ja, eigentlich ist beim Kochen alles erlaubt. Das ist aber auch schon deine Philosophie, ne? Also dieses vom Wurzel bis zur Blüte. Voll. Einfach, also das gehört schon Wirtshaus. Das ist was, was für uns kulinarisch total viel Sinn macht, also weil ganz viele Blätter von den Gemüsen eben viel intensiver schmecken, als man das ursprünglich vermutet. Auch bei Kräutern ist es bei uns so, dass wir in der Regel das komplette Kraut verwenden. Also ich stelle mich nicht hin und zupfe den Busch Petersilie ab, weil der Stängel hat so viele ätherische Öle, dass es ein Frevel wäre, den einfach wegzuschmeißen. Ja? Also man muss halt einfach nur feinschneiden und dann kann man, solange das Messer mitmacht, also ein scharfes Messer merkt irgendwann,
jetzt muss ich drücken, dann hört man auf, dann kann man die Stängel einfrieren, in die nächste Brühe schmeißen, aber bis zu diesem Zeitpunkt einfach von vorne bis hinten verarbeiten und dann bilden sich auch ganz neue geschmackliche Eindrücke. Also Dill zum Beispiel ist so ein Paradebeispiel, der Stängel schmeckt viel intensiver wie die kleinen Fusselblättchen. Also das ist wie eine Multiplikation im Mund, wenn man Dillstängel zu sich nimmt. Ansonsten ist es so, dass wir in der Regel eine beilagsfreie Küche sind, also Beilage im Sinne von... Sättigungsbeilage. Genau, im Sinne von... Das schönste Wort in der Gastronomie, oder? Sättigungsbeilage. Im Sinne von, wir legen nur was nebenbei. Also so sagt es das Wort ja schon auch. Es macht in den meisten Fällen kulinarisch nicht wirklich Sinn. Es liegt halt da daneben, ne? So Salzkartoffel, so ein bisschen Reis. Also das mag bei so, ich sage jetzt Mama-Gerichte, sind was Großartiges, ne? Also Gulasch mit Reis, mit Nudeln, was weiß ich was, Kartoffelpüree zu irgendwas, das ist großartig, aber wenn man sich darauf spezialisiert, dass man eben sagt, man will eher gemüsig kochen, was auch weitaus gesünder ist, dann ist das auf jeden Fall der richtige Ansatzpunkt. Also dass man vielleicht mal hergeht. Fein genug. Dass man vielleicht mal hergeht und... statt ein Kartoffelpüree eben eine Blumenkohlcreme macht oder eine Selleriecreme oder was auch immer. Also man wird es nicht vermissen, das kann ich auf jeden Fall garantieren. Ich bin aber jetzt nicht so dogmatisch und sage, zum Schäufele gehört kein Kloß. Also das sind zwei Paar Schienen. Das eine ist traditionelles Essen, das ist gut so, wie es ist. Das ist genau richtig so. Der Kloß muss eine gewisse Größe haben, das Fleisch muss zu viel sein. Das ist alles in Ordnung. Aber dann gibt es eben auch noch die andere Art zu kochen. Und darum geht es uns in der Regel im Wirtshaus. Die Zusammenarbeit mit dem Herwig ist jetzt mittlerweile... ich weiß gar nicht, wie lange schon. Also jetzt gibt es 10 Jahre Wirtshaus. Ja, 2003 war es auf der Grünen Lust. Okay, genau. Also 2003, da war ich noch 12 Jahre. Da war ich noch Jungköchin, also da war ich frisch ausgelernt, habe damals beim Stefan Rottner gearbeitet. Und dann habe ich den Herwig und alle Zuhörer gequält mit einer Kochshow, die, glaube ich, 1,5 Stunden gedauert hat, weil ich so aufgeregt war. Und jedem aber die Leute haben alle zugehört, jede Sekunde. Jedem alles erzählen wollte, was mir gerade so durch den Kopf schwirrt. Die Julienne? Gleich dazu, oder? Ja, kann sie gleich dazu machen. So im Laufe der Jahre weiß man, was die Leute interessiert und was vielleicht auch nicht. Das könnte jetzt interessant sein. Also ich habe... da ist übrigens ein Spiegel da oben, da kann man von den meisten Plätzen aus ganz gut sehen. Ich habe von ganz vorne glaube ich nicht, also es ist nicht immer der erste Platz der beste. Ich habe in Olivenöl einfache Semmelbrösel, die man zum Schnitzelpanieren nimmt, tue ich jetzt langsam bräunen bis zu dem Bräunungsgrad, den ich mir bei einem idealen Schnitzel vorstelle. Dazu habe ich jetzt ein bisschen angebrochene Haselnüsse, da habe ich einfach nur beim Hammer drauf geklopft in der Tüte, dass die ein bisschen anbrechen, aber nicht alle super fein sind. Um da ein bisschen mehr Geschmack reinzukriegen, geben wir ein Stückchen Butter dazu und lassen das einfach mal so ein bisschen abschmelzen. So, das ist hier der Julienne-Hobel, der ist ziemlich praktisch und das ist ein ganz netter Zusammenhang. Die Intelligenz desjenigen, der Hobel, da kennt man an der Größe des Reststückes. Der ist umso dünner, je kleiner das ist. Es ist das eins der wenigen Geräte, wo ich wirklich sage, nehmen Sie den Rest der Halter oder schmeißen Sie einfach mehr weg. Es ist so unangenehm, da reinzulangen. Ich versuche es jetzt Ihnen nicht vorzumachen, aber das ist wirklich bei jedem Hobel so, dass es geschickter ist. Hat sich wahrscheinlich jeder Kollege schon irgendwann mal dran geritzt. Insofern gehört halt zum Geschäft. Das Gute ist, also wenn Sie sowas wie die Brösel vorbereiten und sagen, oh Mann, das ist super, das möchte ich gern öfter haben, aber ich habe keinen Bock, jedes Mal irgendwie von vorne anzufangen. Wenn Sie die Butter erst an dem Tag dazugeben, wo Sie sie essen, ist das problemlos in einem Glas einfach aufzubewahren im Kühlschrank. Also kann nichts weiter passieren, kann auch nichts dran kaputt gehen. Ich mische jetzt gleich ein bisschen. Jo. Zum Aromatisieren ist so, also wir haben hier der Hirsch liegt in einem Gewürzöl und alle Gewürze, die in dem Öl drin sind, habe ich in der Kaffeemühle pulverisiert. Also da ist Piment drin, da ist Wacholder drin, da ist Korianderkorn drin, gemahlener Ingwer, Lorbeerblatt, ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Knoblauch. Knoblauch, ja. Ganz entspannt. Solche Sachen, wir machen das grundsätzlich selber. Wir kaufen die Gewürze eben im Ganzen und mahlen die dann selber. Für zu Hause würde ich sagen, wenn Sie sich was Gemahlenes kaufen, dann immer nur Kleinstmengen. Das würde ich empfehlen, weil Gewürze einfach wahnsinnig schnell verduften, wenn man davon nicht Unmengen täglich verbraucht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir geben die gleichen Gewürze eben hier dazu. Dann habe ich hier schon mal Zwiebeln bei sehr wenig Hitze ganz langsam gebacken. Das ist etwas, was ein bisschen länger dauert als die Zeit, die wir hier zur Verfügung haben. Herzlichen Dank für den Hinweis. Ja. Unser Dampfgarer hat gepiepst. Jetzt ist es angenehm an einem Dampfgarer. Der piepst. Der macht das, was man ihm sagt. Der macht die Temperatur, macht die Zeit und piepst dann, murrt nicht, mault nicht. Der sagt Bescheid, wenn er fertig ist. Und das heißt, wir machen die Tür auf.
Ja, wir schauen da mal rein. Ja. Okay. Die Zwiebeln durch das langsame Backen in Öl, also das neutrales Pflanzenöl, werden die ziemlich knusprig, weil die Zwiebel sehr viel eigenen Zucker enthält. Ja? Das sind jetzt die Scheiben, die etwas gegart sind. Sehr gut. Drei Minuten. Das schaut super aus. Die Zwiebeln gehen wir zum Aromatisieren einfach noch zu unserem Knusper dazu. Das ist quasi der Schäufele-Effekt, den wir dann auf den Teller mit dazu zaubern. Ja? Du hast gesagt, du kannst die Brühe nicht brauchen. Nein. So, dann können wir den eigentlich ausschalten. Wenn Sie einen Spargel machen oder sowas, dann heben Sie die Brühe natürlich auf. Nehmen Sie auch die Schalen mit rein und alles und haben dann natürlich die Basis auch für die berühmte Spargelcremesuppe oder was auch immer. Gibt es auch ein Rezept in der Kocheinrichtung unter kocheinrichtung.de ist mit dreimal Spargel. Stimmt. Haben wir mit Diana gemacht auf der Gewerbeschau, auch live aufgenommen. Und also, weil ich gerade Spargel gesagt habe. Das war sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Ja, der Herwig hat jetzt hier mit dem Julienne-Hobel diese Julienne geschnitten, hat das grün fein geschnitten. Und wir marinieren den Rettichsalat mit ein bisschen Minzvinaigrette. Das ist total einfach. Also das ist nur ein bisschen Pfefferminze und Essig. Dann brauchen wir für die Balance von dem Essig ein Baden Zucker, also nicht zu viel. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Und einen Stabmixer. Die Rezepte dazu sind natürlich auch immer unter kocheinrichtung.de nachzulesen. Wobei es jetzt für das heutige dann wieder ein bisschen dauert, bis wir schneiden. Wir haben jetzt noch ein bisschen Messe. Also, dass die Sendung von heute jetzt gleich am nächsten Tag da ist. Ja, klaro. Kann ein bisschen dauern, aber dann ist es auf jeden Fall auch mit Rezept drin. Das Lustige ist, dass die Diana immer erst die Sendung braucht, weil sie das Rezept erst schreibt, wenn sie das da gesehen hat, was sie gemacht hat. Also in der Regel ist es so, dass alles, was ich immer koche, also egal ob jetzt bei dir oder beim BR oder sonst wo, an dem Tag zum ersten Mal koche. Also das ist so eine Bauchgeschichte, worauf habe ich Lust, was möchte ich gerne machen und dann mache ich es halt einfach. Kann es nicht erklären, ist halt so, hat BR, sich also BR, Sie haben es gehört, ist auch Fernsehköchin, die Diana beim Bayerischen Rundfunk. Ja, also wir haben den Rettich jetzt ein bisschen mariniert. Bei so Sachen wie Vinaigrette gibt es eine große Regel. Die muss in allen Bereichen so sehr ausschlagen, dass es eigentlich zu viel ist im Mund. Also dieser Moment, einen Salat zu bekommen, da drin rumzustochern und unten hängt diese Salatsoße in dem Teller, hat für mich der Kollege die Hausaufgabe nicht gemacht, weil ein Dressing eigentlich nur benetzt und dann sollte das so trocken wie möglich auf dem Teller angerichtet werden. Also weil wenn ich hinterher mit einem Suppenlöffel anfangen muss, irgendwie den Balsamico wieder von unten nach oben zu schleudern, muss ich sagen, nachsitzen, haut nicht hin. Ja? Also auch nur oben drüber getröffelt und dann ist unten kein Dressing mehr, auch nicht gut. Also der Idealfall ist, die Gemüse zu marinieren oder den Salat zu marinieren, in dem viel zu sauer, viel zu süßen, von allem viel zu viel Dressing, dann rauszunehmen und dann auf einen sauberen Teller zu legen. Dann ist es eine feine Kiste. So würde ich jetzt sagen, auch ein ordinärer Beilagensalat kann mal zu Diskussionen anregen. So probieren wir das. So, Herwig, ich brauche mal einen Hirsch von dir. Hirsch. Und jetzt, das Angenehme beim Niedertemperaturgarn ist, dass man das immer alles so nehmen kann, auch beim Dampfgarer. Das Schöne an dem Gerät, das wir jetzt verwenden, nämlich diesen Teppanyaki, ist, dass wir quasi Gemüse und Fleisch miteinander braten können. Also ohne, dass sich da groß geschmacklich was verduddelt. Ist da Öl drauf? Nee, das ist ja in Öl, deswegen passt das wunderbar. Okay, also fangen wir. Ist das jetzt die richtige Zeit, jetzt zu braten? Genau. Mal auf und dann... Kann ich den Rettich hier unten her tun, ne? Ja. So. Ja, ein schöner Zusammenhang. Oh, das ist ein ganz schöner Klopper. Besser denn? Ja, die sind. Muss ja aufgearbeitet werden. Kannst ja die schönsten dann raussuchen, deswegen habe ich ein bisschen mehr gemacht. Ja. So, das Lustige an dieser Küche ist, dass wir die gemacht haben für eine Kundin und die baut jetzt und wenn der Bau fertig ist, dann bekommt sie es und so lange hat sie es uns geliehen. Ist das nicht praktisch? So haben wir eine super Küche jetzt, um drauf zu arbeiten. Die Kundin spart natürlich auch ein paar Euro dabei, das ist einsehbar und sie hat es auch noch selber eingekocht, ne? Mit ihrem Mann zusammen. Also als das erste Mal dann aufgebaut war bei uns in der Ausstellung, konnte sie es selber mit einkochen. Das heißt, die ersten Kratzer am Teepan haben sie selber gemacht, wir machen jetzt neue dazu. Und ich habe gesagt, ich bin für nichts verantwortlich. Ich sage immer, ich bin nur der Koch.
Nee, ich hab gesagt, kleine Kratzer in der Küche müssen dann als Autogramme der berühmtesten Köche gesehen werden und nicht als Reklamation. Nachdem der jetzt viel dicker ist wie der, packen wir den einfach mal da oben drauf. Dann bleibt er warm und gart auch nicht weiter als nötig. Okay. Zum Rettich. Das könnt ihr vielleicht schon mal über den Wein kurz nachdenken, ja, oder? Ja, wenn der Zuständige da ist. Wenn der Mario uns was zum Wein erzählt und den dann auch gleich mit einschenkt vielleicht dabei. Ja, hallo. Wenn ich das hinbekomme. Ich darf Ihnen was zum Wein erzählen. Also ich heiße auch Fürst, ne? Das hat einen komischen Zufall. Er ist der Neffe vom Rudolf Fürst. Das ist der Rudolf Fürst, der berühmte Rudolf Fürst, ist sein Onkel. Also ist ein ganz guter Winzer, mein Onkel ist ein guter Winzer. Ja, also ich komme aus dem wunderschönen Örtchen, wo dieser Wein hier geboren wurde, sage ich mal so. Das ist ein Bürgstädter Spätburgunder. Was ist die Besonderheit bei uns in Bürgstadt am Main? Also wir haben eine ganz kleine Anbaufläche, aber die ist sehr hochwertig, weil wir haben einen roten Sandstein. Den kennen Sie sicherlich. Und die Böden sind eigentlich schwere Böden mit rotem Sandstein vernetzt. Und auch noch schweren Lehm dazu. Und das ist so die Besonderheit, weil das ist sehr gut für den Rotwein natürlich, für die Beeren, dass sie schön nachreifen. Der rote Sandstein speichert natürlich die Energie. Und da kommt ein sehr vollmundiger, schöner Frankenrotwein raus. Der passt auch gut, hatte Diana gut ausgesucht, zu dem Essen heute unter Herweg, weil er hat natürlich so eine Note von Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss noch mit dabei. Und hat aber trotzdem einen feurigen Abgang und so eine seidige Ummantelung der Zunge hinten nach, sagt man. Ja? Also das werden Sie wirklich spüren. Und ist für einen Frankenrotwein natürlich schon etwas Exklusives. Wird übrigens auch, selbst in China, habe ich letzte Woche von meinem Onkel gehört, von Chinesen getrunken. Und das ist was ganz Besonderes. China ist natürlich immer kritisch, aber es gibt natürlich auch da Leute, die wissen, in Franken gibt es einen guten Wein. Ja, schenke ich Ihnen mal ein. Trinkt jeder, oder? Ja, ne? Also lassen Sie sich mal genießen. Ein bisschen atmen lassen noch. Teller, können wir ohne das Fleisch mal gespannt, noch ein bisschen ruhen. Also was wir am Ende sagen werden. Ja? Ist auch ein ganz kleines Weingut geblieben. Also die Anbaufläche hier, das sind nur 11 Hektar, wo das herkommt, vom Bürgstädter Zentgrafenberg. Also ihn nicht, ne? Hier. So, ein Stückchen, ja, ne? So. Trinkt dann aber auch noch einen. Ne? Wir haben gestern Abend schon probiert. So, dann bin ich mal gespannt. Das war alles. Wir müssen jeden Tag kontrollieren, ob er noch gut ist. Genau, ne? Nicht, dass er schlecht wird. Ne? Ja, also, wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, ich bin auch noch ein bisschen hier. Aber schauen Sie auch mal auf die Internetseite, dann sehen Sie auch ein bisschen das Weingut. Ja, schenke auch ein Glas ein und guck mal mit. Ist ein schönes, kleines Weingut, fein und edel. Moment. Vor dem Kochen ein Glas Rotwein in den Koch schütten. Gut, dann würde ich mal sagen. Auf den guten Wein. Auf den guten Wein, auf das gute Essen, Diana, auf deine gute Küche. Ja, danke. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. So, wenn man das jetzt da oben in dem Spiegel ganz schön sieht, dann habe ich den Rettich quasi nur mit ein bisschen Butter jetzt hier noch ein bisschen gebräunt. Also das heißt, wir haben eine Röstaromatik dabei. Und ich habe den jetzt ganz bewusst auf die Seite von dem Fleisch geschoben, weil wir so die Chance haben, dass wir von dem Bratgeschmack von dem Hirsch ein bisschen was noch an dem Rettich abkriegen. Ich habe den jetzt hier runter zum Ruhen und den lassen wir jetzt einfach noch ein bisschen liegen, damit er nicht gar so arg ausblutet. In der Zwischenzeit können wir ein bisschen anrichten. Der Herwig hat im Teller, werden wir ein paar Teller am warm halten. Ja, zum Thema Wild. Also klar, wir haben jetzt gerade natürlich Saison, Hochzeit. Es ist ein unwahrscheinlich gesundes Produkt. Und man muss sich, glaube ich, davon verabschieden, dass wild schmeckt. Das klingt komisch, aber also so ein Stück Hirschrücken, Rehrücken, Rehkeule, also alles, was Kurzbrat ist, wird nie das Aroma haben, das ich jetzt von meiner Oma kenne, wenn die einen Hirschgulasch gekocht hat. Du kennst das Aroma von deiner Oma? Na, also das Aroma, das die halt beim Kochen quasi da auf den Teller gebracht hat, das war super, zweifelsohne, aber das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Also wer jetzt eigentlich sagt, der ist eher wildkritisch, man kann sich da ruhig mal ranwagen. Ja? So, die Teller aus dem Tellerwärmer, auch das ist was, was wir natürlich machen, wenn wir mit Kunden gemeinsam Küchen planen, ist, dass wir einfach ein bisschen zeigen, was gibt's, was ist am Markt, was macht einen Sinn. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, zu zeigen, was Spaß machen könnte. Und die Aufgabe der Kunden ist dann eben, ihre Prioritäten zu setzen und es auszuwählen. Du gibst jetzt da noch Butter? Ich habe ein bisschen Salz und Zucker oben drauf. Ich will immer ein bisschen Balance haben. Was hast du jetzt in Butter? Ist ich es? Ja, ein bisschen Butter in der Hand, damit
habe halt noch nicht gesehen, was du in der Hand damit hast. Damit es halt auch schön glänzt, das Ganze. So, und eigentlich können wir schon ganz entspannt mit dem Anrichten anfangen. Ich brauche noch ein paar Löffel. Tja, und so kommen unsere Kunden dann zu Möbelmacherküchen. Diese hier in Eiche, Eiche aus Oberkrumbach, lustigerweise, wissen wir nämlich in diesem Zusammenhang bereits, habe ich rausgefunden. Und die Massivholzküche, oder einer der Gründe, warum wir diese Kochshows machen, war im Jahr 2000 eigentlich, dass wir auf Messen gemerkt haben, dass die Leute immer gesagt haben, eine Massivholzküche ist schon ganz schön, aber es ist halt wahnsinnig empfindlich und da muss man immer drauf aufpassen. Und wir zeigen eigentlich das Gegenteil. Wir zeigen, dass unsere Küchen auch, wir haben Küchen, die sind jetzt 23 Jahre alt, dass die super top aussehen, dass wenn unser Oberflächenmann da hinkommt und das mal nachpflegt, das Ganze, dass die Kunden anrufen und sagen, sie können es nicht glauben, aber sie haben jetzt wirklich das Gefühl, sie haben wieder eine neue Küche. Also Massivholz macht es. Und wenn man eben die Holunderblüte auf der Eiche sieht, dann kann man als Inhaberin natürlich ein wenig zucken, aber... Ich habe mich bemüht, es tut mir leid. Das gehört schon so. Das ist so. Ja, also was ich jetzt hier drauf mache, ist quasi unsere Soße bei dem Gericht. Das sind einfach nur Holunderbeeren von mir zu Hause aus meinem Garten. Bisschen eingeweckt, bisschen Zucker ist dran. Ein kleiner Schuss Rotwein, das war's. Also es ist ganz naturbelassen, eigentlich nicht groß, was damit passiert. Das brauchen wir nicht. So, den Rettich geben wir einfach mal so als Stück eben auf den Teller. No. Kann man natürlich auch würfeln, kann man auch sonst was machen, aber es ist auch mal schön, wenn man ein Stück Gemüse zum Schneiden hat. So, gehen wir mal mittig. Dann ein Säbel. Ich nehme den. Na gut. So, wie viele muss ich schneiden? Erst sieben. Sieben auf jeden Fall. Wohin damit? So, die lege ich jetzt auf dem Rettich drauf und dann kommt der Knusper noch auf den Teller und der Salat. Und wohin, Herr das Knusper? Das überlege ich mir jetzt gerade. Ja, eben. So, pass auf, das geht ganz schnell. Und zwar, wir machen das relativ entspannt. Sowieso, drüber einfach. Genau, okay. Und Herwig, du kannst von dem Salat nicht zu viel, einfach ein bisschen on top geben. Auch wieder oben drauf? Auch wieder oben drauf. So? Yep. Hast du es auch gerne ein wenig stehend? Ja. Da ist noch kein Knusper drauf. Na also. Knusper. Danke dir. Salat. Ich bin nur der Koch, deswegen bin ich so gut im Servieren, aber ich würde mal den Streifen rechts platzieren. Gut. So, wo komme ich denn jetzt dazwischen? Ich stelle es mir einfach so schnell ab. Bitte schön. Foto vom Teller? Hat die Ute schon gemacht. Ich gehe jetzt einfach mal so reihum. Ne? So, jetzt. Ich habe hier einen Streifen rechts. Rechts, rechts. Muss ich auch noch umrechnen. Bitte schön. So lang gedauert hat es ja jetzt nicht. Also ich habe ja eigentlich relativ viel gequatscht, und, aber jetzt hat es noch geschmeckt. Ich wünsche einen guten Appetit und herzlichen Dank an Diana Würkel. Noch einen schönen Tag auf der Messe. Danke.